Seid gegrüßt, Effendi. Mein Name ist Sulamin al-Shabra, Salar Ishalia al-Cher Khalil. War das zu schnell? Das macht nichts. Sulamin reicht vollkommen. Oder, wenn ihr mich mit meinem Titel ansprechen wollt, Taraf Sunya. Denn ich bin eine Geweihte der Raja Ushtama, der roten Schwester, der lachenden Göttin der Ekstase, die das Blut der Fakire trinkt. Aber ihr kennt sie wahrscheinlich eher als die schöne Göttin Raya. Willkommen in Fasar, der Mutter aller Städte, älter als jede andere Stadt Aventuriens. Gelegen an den Hängen des Raschtulswalds, auf gut 1000 Schritt Höhe, 100-mal geschleift und ebenso oft auf den Ruinen längst vergessener Zivilisationen wieder aufgebaut. Um 15 Stockwerke und mehr überragen die bunt gekachelten Aburja, in denen die erhabenen Fasars leben, die schlichten Lehmbauten der Normalsterblichen. Und weit überspannen die prächtigen Brücken, über die sie verbunden sind, die engen Gassen, in denen es schnell tödlich enden kann, wie ein leichtes Opfer auszusehen. Als Fremder betretet ihr die Stadt in der Regel durch das rot und gelb gekachelte Skorpiontor im Süden, das in den Stadtteil Sarabanserai führt. Denn dort kommen die Karawanen an, um den Reichtum des erhabenen Mondsilberwesirs Hablet al-Fesir ben Cherek zu mehren. Der Mondsilberwesir ist ein umgänglicher Mann und ein angenehmer Gesprächspartner. Aber glaubt nicht, dass er euer Bestes im Sinn hat. Alles, was er für euch tut, hat seinen Preis. Und am Ende wird er der Gewinner sein. Denn Fex lächelt ihm zu. Er ist gewissermaßen der weltliche Vertreter der Fex-Kirche in Fasar. Während Marbal al-Tosra, die Stimme des Mondes, sich weitgehend aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen hat. Die beiden könnten unterschiedlicher nicht sein. Auf der einen Seite der hagere Mystiker Marbal, auf der anderen der mondgesichtige Fleischberg Hablet. Oh, versteht mich nicht falsch. Ich möchte den Mondsilbervisier keinesfalls beleidigen. In gewisser Weise mag ich ihn. Zwar wiegt er sicherlich 200 Stein, doch ist er stets gut gekleidet. Und wie Marbal al-Tosra verkörpert er einen wesentlichen Aspekt unseres wichtigsten Gottes. Wenn ihr einmal nach links schaut, seht ihr die Zelte der nomadischen Wüstennomaden auf dem Yol Ras Tulla. Yol bedeutet Hügel, falls ihr das noch nicht wusstet. Sie folgen Malik Bey ibn Hachir Bey, dem einzigen Erhabenen, der keinen Burj sein eigen nennt. Doch er kompensiert das durch den Palast, den er sich am Fuße des Hügels hat errichten lassen, und verkauft das noch als Volksnähe. Wir würden daran vorbeikommen, wenn ihr das Swingen-Monument am Rande der Hügel südlich der Stadt besichtigen wolltet. Man sagt, es gäbe auch eine echte Sphinx in Fasar, doch wenn, so hat sie seit Jahrhunderten niemand mehr zu Gesicht bekommen. Oder wenigstens niemandem davon erzählt. Aber auch die steinerne Sphinx ist überaus sehenswert. Doch wir sollten einen Bogen um die Zelte der Novadi schlagen, falls wir die Sphinx in den nächsten Tagen noch besuchen. Sie würden mich eine Hure heißen und versuchen euch, wegen eines Verstoßes gegen eines ihrer lächerlichen 99 Gebote zu verurteilen. Beides wäre meiner heiteren Gelassenheit nicht zuträglich. Und ich könnte mich zu einer Machtdemonstration gegenüber den Ungläubigen hinreißen lassen, die ich später bedauern würde. Seht euch lieber das Skorpiontor an und lasst euch nicht davon irritieren, dass es keine Stadtmauern gibt. Es ist mehr ein Triumphbogen als ein Stadttor, der an die Magier-Mogule von Gadang erinnert. Seht ihr die Koptanim, wie sie mit erhobenen Zeptern den großen Schwarm beschwören?
Wie wir uns denn ohne Mauern vor Feinden schützen? Nun, Fasar hatte einst Stadtmauern, aber es wurde trotzdem mehrfach eingenommen. Und irgendwann hat man sie einfach nicht mehr aufgebaut, weil die Erhabenen sich auf eine andere Lösung verlegt haben. Seht ihr die Türme und die Brücken, über die sie verbunden sind? Die meisten haben keine Fenster oder Türen unterhalb des zweiten Stockwerks. Im Kriegsfall verschanzen sich alle wichtigen Leute mit ihrem Gefolge in den Aburja und ziehen die Leitern hoch. Die feindliche Armee bricht über die Stadt herein wie eine Woge und spült nur den Abschaum hinfort, wie die Erhabenen zu sagen pflegen. Das erscheint euch grausam? Das ist es. Aber so ist Fasar. Schrecken und Schönheit liegen hier nahe beieinander. Die Zeiten der Magier-Mogule sind zwar lange vorbei, doch ein Hauch dieser Vergangenheit haftet noch immer an den alten Mauern. Ein jeder hält sich hier für einen Erben der Magier-Mogule. Auch Khajiit ben Farazid, der Satrap von Fasar, der dort drüben im Nordosten auf dem Jol Fessar thront. Hätte Fasar so etwas wie einen Herrscher, so wäre es wohl Khajiit ben Farazid. Sein Einflussgebiet ist das größte, denn es umfasst den ganzen Jol Fessar und die Bazar-Gebiete im Herzen der Stadt. Außerdem stehen auf dem Jol Fessar viele wichtige Tempel. Vor allem natürlich der Fex, der Rondra und der Mabo-Tempel. Man muss Khajiit ben Farazid auch zugestehen, dass seine Gardisten am offiziellsten aussehen, mit ihren grünen Mänteln und Pferdeschweifen auf den spitzen Helmen. Doch sein Titel geht auf das längst untergegangene diamantene Sultanat zurück, und er kann Fasar ebenso wenig alleine unter Kontrolle bringen, wie irgendein anderer der Erhabenen. Die wahren Erben der Magier-Mogule sitzen selbstverständlich auf dem Jol Ifritin, dem Hügel der Dämonen auf der anderen Seite der Stadt. Denn dort erhebt sich die alte und erhabene Al-Akhami-Akademie, der Bruderschaft der Wissen vom Chertulam zu Fasar. Lasst uns der Hauptstraße folgen und ein wenig über den Bazar schlendern, dann seht ihr sie bald. Aber zieht eure roten Handschuhe aus. Sonst handelt ihr euch noch Ärger ein, weil man euch für einen Parteigänger von Omar Dornaker hält. Ihm gehören die Elendsviertel am Fuße des Jol Fessar. Gulabad und Sidi Shebahan. Er ist ein grober, ungehobelter Kerl. Aber er gibt den Leuten, die in seiner kleinen Arena kämpfen, eine echte Chance, aus ihrem Elend zu entkommen. Trotzdem, ihr solltet aufpassen, wie ihr euch hier kleidet, solange ihr euch nicht auskennt. Jede Farbe, jedes Kleidungsstück kann euch mit einem anderen Erhabenen assoziieren, ohne dass ihr dies möchtet. Shaddai, das Viertel zu unserer Linken, liegt noch im Einflussbereich Malik Bays und der Hügel im Hintergrund ist der Jol Topas. Die große goldene Kuppel gehört zum Praios-Tempel. Um ihn scharen sich die Gareter. Ja, es gibt hier in der Tat Mittelreicher. Die in der Freistadt und im Unterfeld unter Manach Tergom sind auch halbwegs bereit, sich zu integrieren, auch wenn sich Manach hartnäckig Bürgermeister der freien Stadt Fasar nennt. Aber die auf dem Jol Topas kapseln sich ab und wollen nichts mit dem Rest der Stadt zu tun haben. Sie nennen ihr Viertel Sonnenhang und beten zu Praios, Travia, Pereine und Ingerem, als wären wir hier im Mittelreich. Manach Tergoms Gebiete sind weder die gefährlichsten noch die ungefährlichsten Stadtteile Fasars. Ihr könnt dort den Aves und den Nandus-Tempel besuchen. Aber es gibt dort beispielsweise auch den Burj Subapia, den Turm der Fliegen, wo sich allerlei zwielichtiges Gesindel eingenistet hat, seit er vor knapp 200 Jahren ausgebrannt ist. Aber keine Sorge. Er ist nicht mehr über das Brückennetz mit den anderen Aburja verbunden. Vorsicht! Lasst die Bettler nicht zu nahe an euch herankommen und zeigt kein Mitleid. Ja, sie hätten Mitleid verdient,
Doch sie sind gefährlich, denn sie haben nichts mehr zu verlieren. Vielen fehlen Körperteile, Augen, Nasen, Hände. Viele wurden für ein Verbrechen bestraft oder im Kampf versehrt. Aber manchmal kommt es auch vor, dass eine Gruppe von ihnen auf offener Straße Selbstmord begeht oder sich die Augen aussticht. Glaubt nicht, dass sie euch dankbar wären für ein paar Münzen. Wärt ihr nicht mit mir unterwegs, würden sie euch abstechen und alles nehmen, was ihr am Leibe tragt. Das muss euch nicht erstaunen. Die Menschen in Fasar fürchten und ehren die Raja Ushtamar. Und es ist nicht so, als wären uns die Armen egal, wisst ihr? Es kann einen Mann in den Ruin treiben, eine Hochzeit für seine Tochter ausrichten zu müssen. Doch manch einer kommt in den Tempel und fleht die Göttin um Hilfe an. Und wenn sie ihn erhört, so kann es geschehen, dass eine rote Priesterin die Stufen des Tempels hinabsteigt und Rajas Fest der Freuden hinab zu den ärmlichen Hütten trägt, so dass es eine unvergessliche Feier wird, auch wenn nur Wasser und Brot gereicht wurden. Wenn ihr jetzt nach links blickt, könnt ihr den Yol-Ifritim und die basaltschwarzen Türme der Al-Akhami mit ihren türkis-goldenen Kuppeln sehen. Ich weiß, ein Gebäude wie dieses sollte in der dritten Sphäre eigentlich nicht existieren können, denn die Al-Akhami spottet allen Gesetzen der Statik. Und doch steht sie da, zusammengehalten von Djinnen und Dämonenmacht. Von da aus herrscht seine Spektabilität Tomek Aterion. Die anderen Erhabenen fürchten ihn und die Macht der Al-Akhami. Deswegen haben sie seit einer Weile eigene Magier zu ihrem Schutz. Ich frage mich, woher sie sie nehmen. Eines steht jedoch fest. Sie tragen kein Gildensiegel. Wenn ihr ein Magier seid, braucht ihr den Pöbel nicht zu fürchten. Denn der weiß, was er von Magiern zu erwarten hat. Horiphobos, Höllenpein, schwarzer Schrecken. Ihr solltet allerdings besser auch wie ein Magier aussehen. Mit einem grauen Mantel und einem alten Filzhut wird man euch hier kaum als Magier erkennen. Der größte Teil des Yol-Ifritim ist ein Ruinenfeld, das noch aus Zeiten der Koptanim stammt. Es gibt einen schäbigen kleinen Markt dort, wo Wagemutige ihre Funde aus den Ruinen zum Kauf anbieten. Das meiste ist wertlos, aber selbst die Magier der Al-Akhami schlendern manchmal zwischen den Ständen umher und hoffen auf eine Ausnahme. Doch ihr solltet aufpassen, wenn ihr dorthin wollt, denn es kann euch auf dem Yol-Ifritim durchaus passieren, dass euer Schatten in der Mittagssonne zum Leben erwacht. Oh, dort rechts könnt ihr nun übrigens die große Arena sehen. Und der neuneckige Burj in Rot und Schwarz ist der Chortempel, wo der Richter der neuen Streiche residiert. Die Arena gehört zum Stadtteil Keshal-Izik, wo Kerime al-Chadida mächtig ist. Keshal bedeutet verborgene Festung. Doch das ergibt keinen Sinn. Denn im Gegensatz zu Keshal-Angra am Fuße des Yol-Ifritim, wo Garboloschs Erzzwerge hausen, gibt es in Keshal-Izik keine unterirdische Festung. Vielleicht hat sie aber auch nur noch keiner entdeckt. Wer weiß. Kerime al-Chadida hat einige Diamantminen von ihrem verstorbenen Ehemann geerbt und ist eine von nur zwei weiblichen Erhabenen in der Stadt. Die zweite ist Rishalia Ajer Khalil, die Hüterin des ersten Schleiers der Raja, die erblindet ist, seit sie den wahren Leib der Göttin geschaut hat. Sie teilt sich die Herrschaft über Mantrabad mit Tomek Aterion, eine der wenigen stabilen politischen Allianzen in der Stadt. Denn die Shania Rajanya, die Beherrscherin der Raja-Gläubigen, wechselt ihre Partner zwar häufig, allerdings nur sexuell, nicht politisch. Und zwischen ihr und Tomek Aterion herrscht ein wortloses Einverständnis, das über Sex und Politik hinausgeht.
Seht, wir sind schon in Mantrabad. Mantrabad ist mein Lieblingsviertel. Und zwar nicht nur, weil der Raja-Tempel hier steht. Mantrabad ist wie aus einem Märchen von Tausend und einen Rausch, findet ihr nicht? Einfach irgendwie magisch. Und ich meine nicht nur den Alchemiebedarf dort drüben, auch das Teehaus und der Teppichhändler. Die tierköpfigen Statuen längst vergessener Götter in den Hausnischen. Das verschnörkelte Eisentor, die Katze, die euch von der Mauer da anblickt, als wüsste sie mehr als ihr. Einfach alles. Oh, beim Thema Teehaus fällt mir ein, ihr solltet unbedingt eines besuchen, während ihr hier seid. Ihr könnt eine Partie rote und weiße Kamele spielen oder einer Charizard beim Tanzen zusehen. Im goldenen Kunchoma könnt ihr manchmal sogar Marwan al-Nazar antreffen. Er wird euch glauben machen, er sei nur ein einfacher Mann, der seinen süßen Minztee genießt. Aber er ist einer der größten Schwertmeister der Tulamidenlande. Selbst Tomegaterion sagt von sich, wäre er ein Mann, der einen Leibwächter benötigte, würde er einen Balayan aus der Schule von Marwan al-Nazar nehmen. Lasst uns noch zum Gadang hinuntergehen. Oh, ihr habt Glück! Seht ihr die Menschentraube an der Zulamit- und Zulamin-Brücke? Dort sitzt der alte Heimamut Pakizal al-Nur ibn Yali und erzählt seine Geschichten. Er sieht aus wie ein Bettler und wohnt in einer schäbigen Hütte, die eigentlich nur die Lücke zwischen zwei anderen Häusern ist. Doch kein Erhabener würde sich scheuen, ihn in seinen Palast zu laden. Denn kein Geschichtenerzähler in ganz Manadistan kommt ihm gleich. Aber ich fürchte, wir haben keine Chance, nahe genug heranzukommen, um etwas zu verstehen. Welch ein Jammer. Aber dafür könnt ihr jetzt den Gadang sehen, wie sich seine schlammgrünen Fluten donnernd zu Tale wälzen. Das da am anderen Ufer ist Bir al-Mudrim. Da leben hauptsächlich Bauern und Handwerker. Dahinter liegen die Weidegründe der Bankalil, der örtlichen Ferkina-Sippe. Sie bilden die Hausmacht des Raja-Tempels und hüten unsere Herden, denn Rishalia ist eine von ihnen. Und wenn ihr weiter nach Osten blickt, seht ihr die Gänsegeier über der Nekropole Al-Uruch und dem Turm der Umgul-Schach kreisen. Die Geier sind der Totengöttin heilig. Was die Menschen da am Ufer tun? Nun, sie beten zur Mutter Gadanga, indem sie Steine zu kleinen Schreinen aufschichten, sie mit Blütengirlanden schmücken und ihr Opfergaben auf kleinen Flößen darbieten. Ob die Fasara 12 Götter gläubig sind? Ja, natürlich. Das war eine seltsame Frage. Da ist eben eine alte Frau in den Fluss gewartet und untergegangen. Bleibt hier! Ihr könnt nichts tun. Mutter Gadanga nimmt und gibt. Ihr wollt doch nicht der Nächste sein, oder? Vielleicht schafft die Frau es weiter unten wieder an Land. Vielleicht auch nicht. Das liegt allein in der Hand der Götter. Doch jetzt lasst uns zum Tempel gehen. Die Sonne neigt sich schon. Seht ihr? Da vorne liegt er, am Ufer des Gadang. Der leicht phallische Burj mit dem umlaufenden Relief aus innig verschlungenen Wesenheiten, die es vielleicht einmal gegeben haben mag oder auch nicht. Er könnte durchaus das älteste Gebäude der Stadt sein, denn er wurde nie zerstört, wer auch immer die Stadt eingenommen hat. Alle Völker huldigen Raja. Auch wenn manche es nicht wissen. Bitte, tretet ein. Ich zeige euch das Bildnis der gefesselten Raja. Hört ihr die Klänge der Kabassflöte? Das Klingen der Gläser und das wollüstige Seufzen. Habt keine Scheu. Im Gegensatz zu hier draußen in den Gassen wird euch dort drinnen niemand etwas antun. Zumindest nichts, worum ihr nicht gebeten habt.